Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Pre-Show 2.0. Ich habe Ark einfach ausgetauscht, da ist jetzt... Löw und ich sitze hier mit... Ja, genau. Nils war dein Name. Mein Name ist Nils und ich begrüße Sie... Moin. ...in alter Tradition an einen Comedian. Wir haben ja auch schon was aufgebaut, weil Löw ist heiß wie Frittenfett, kann man sagen, auf Bonfire von Hall Games und Pegasus. Und Löw, du steigst mal ein in den absoluten Kracher von Stefan Feld, jedenfalls, wenn es ihm um den Hype-Train geht. Löw sitzt wieder mal oben auf dem Führerhäuschen. Jupp, da sitze ich wie immer gerne. Ob es gerecht ist, das klären wir jetzt mal eben ganz schnell. Ich werde im Sprintmanier uns hier irgendwie durchkloppen. Und zwar, das ist, was wir alles machen können. Ich lege mir das hier mal auch mal hin, damit ich da ein bisschen darauf schielen kann. Wir haben im Endeffekt drei verschiedene Optionen. Und das sind unsere Aktionsmarker. Und die erste ist, uns neue Aktionsmarker zu holen. Und das darf man aber nur machen, wenn man maximal einen Aktionsmarker hat. Und dann nehme ich den obersten oder untersten und baue den hier irgendwo an. Und dann das Interessante ist, ich kriege jetzt den Aktionsmarker. Damit kann ich in der nächsten Runde dann agieren. Und hier kriege ich zwei, weil da schon zwei zu sehen sind. Das heißt, hier haben wir so einen kleinen Puzzle. Den könnte ich jetzt irgendwie so oder so hier nochmal anbauen. Und dann versuche ich halt später, dass ich möglichst viele von den Zeichen bekomme. So, das ist schon mal eine von drei Optionen, die wir machen können. Die zweite, das ist eine Aktion, da haben wir dann hier die verschiedenen Farben und da kommen wir hier mal eben aufs Board. Grün. Ganz einfach, ich gebe einen grünen Marker ab und darf mir hiervon einfach den Wegen nehmen. Nehme ich mir einen, platziere ich hier hin. Das war's schon. Nächstes, blau. Damit darf ich fahren mit meinem Schiff zu einem angrenzenden Feld. Wenn ich mehrere Marker ausgebe, dann kann ich die Aktion immer besser machen, kann ich immer mehr machen, kann ich weiterfahren. Kann ich hier hinfahren? Beim Schifffahren darf ich direkt im Anschluss noch eine Zusatzaktion machen, normalerweise nur eine. Und zwar kann ich mir hiervon eins nehmen. Das mache ich nicht ganz for free. Zum einen muss ich das hier bezahlen an Rohstoffen, das wäre der hier. Zum anderen muss ich einen meiner Opferschalen benutzen und die dahin geben und muss diese Ressource auch noch bezahlen. Wenn ich die Ressourcen nicht habe, kann ich zwei beliebige gegen eine andere tauschen. Das gleiche gilt für die Marker, kann ich zwei gegen einen tauschen. Wir haben hier generell Ressourcenmangel. Alles ist immer Mangel, deswegen ist das ganz nett, dass man tauschen kann. Jedenfalls kann ich mir dann hier eine Aufgabe abholen und lege die irgendwo hier hin. Nachher möchte ich möglichst die Farben matchen, um mehr Punkte zu kriegen. Nehmen wir mal an, ich habe mir die inzwischen gekauft, hier die Teile. Kommt hier natürlich nochmal einer hin. Die hier zeigen auch an, wie viele man da geholt hat, dann wird das teurer. Ist jetzt im Detail nicht so weiter wichtig. Gehen wir mal gleich zum nächsten. Wenn ich hier hingefahren bin, kann ich mit diesem Marker mir hiervon einen nehmen, von den Hüterinnen, die hier nachher hier lang gehen. Das kann ich nämlich auch mit dem Marker machen. Entweder hole ich mir einen ab oder ich sage, ich möchte mit denen gehen. Und immer wenn ich gehe, kriege ich nachher die Ressource, die hier drauf ist. Weiter zum nächsten. Wir kommen gut durch. Hat das auch was mit den Farben zu tun, dass man matchen will? Nee, man möchte die nachher, da kommen wir gleich nochmal zu, beim letzten Schritt. Wir sind jetzt schon beim Lila. Wir haben hier Bonfire und darum geht es ja auch thematisch. Eins leuchtet noch und die anderen möchten wir hier wieder anzünden. Und dafür sammeln wir dies hier, möchten Tribut zollen und ganz demütig, genau, wollen wir die darum bitten, das Bonfire wieder anzumachen. Sieht nicht cool aus, wenn du demütig bist. Unglaubwürdig, ne? Ja, absolut. So, was kann ich jetzt mit den Lilanen machen? Mit einem kann ich den im Uhrzeigersinn ein weiter schicken, mit zwei und mit drei auf ein beliebiges Feld. Und wenn ich darauf komme, habe ich die Wahl, hier etwas zu nehmen. Zum einen habe ich dieses Feld, das und das. Das sind drei Felder und ich kann jetzt sagen, ich nehme eine Ressource und ich nehme zum Beispiel diesen Aktionsmarker oder ich nehme mir einen von diesen Portalen. Die Portale passen dann hier rein. So, und sobald das so voll ist, kann ich mit denen für einen Bewegungspunkt auch hier hingehen. Das gibt nachher nochmal extra Punkte. Jetzt sind wir fast durch. Eine Aktion haben wir noch, die Karten nehmen. Karten gibt es auch noch. Karten gibt es auch noch. Die hier geben am Ende oder zwischendurch Siegpunkte. Da ist das Trick, man möchte die so spät wie möglich nehmen, weil so später im Spiel geben sie immer mehr Punkte. Allerdings ist dann irgendwann die Gefahr, dass einfach jemand anders dir den wegnimmt. Der hier würde dir zum Beispiel einen Punkt pro Teil geben. So, und die hier geben dir dauerhafte Effekte. Das ist auch ziemlich cool. Und zwar, hier kriege ich einfach zusätzlich zwei Punkte für jeden, den ich da nehme. Hier
kriege ich einen Aktionsmarker, mit dem ich jedes machen kann. Jede andere Aktion. Und ja, da sind wir jetzt eigentlich fast alles durch. Das letzte ist die dritte Option, die ich hier noch habe, und das ist eine Aufgabe erfüllen. Hier stehen, welche Aufgaben wir haben. Die hier sagt zum Beispiel, dass du einen roten und einen blauen erfüllt haben musst. Hier musst du nur einen lilanen haben. Hast du den erfüllt? Den roten brauchst du drei von diesen Ressourcen. Die musst du nicht abgeben, okay. Die musst du nur haben. Okay. Hast du die beiden erfüllt, kannst du das machen. Wenn du einen erfüllt, stellst du hier einen rein, kriegst du hier einen Bonus. Wenn hier genug drin stehen, ist das Spiel zu Ende. Oh. Das war's. Wow, da bist du aber durchgeritten. Ja, ich muss sagen, das klingt natürlich nach einem richtigen Feld, so wie man es erwartet. Wir räumen mal schon mal ab. Vieles zu machen, was man so machen kann, hier und da. Und man ist beim ersten Spiel wahrscheinlich overwhelmed, also überfordert. Also ich muss sagen, jede dieser sechs Aktionen, die man machen kann, ist gar nicht so kompliziert, weswegen das ganze Spiel... Nee, aber zu übersehen, was gut ist oder was nicht gut ist. Das ist... Und man hat halt ständig einen Mangel. Man braucht irgendwie die Ressourcen, man braucht die Aktionen. Dann kann man das wieder nicht machen, denn das irgendwie möchte man sich die verschiedenen Aufgaben, man möchte überall als erstes sein. Ja, das ist so das grundsätzliche Problem. Du, wir haben übrigens heute Ark als unseren kleinen Kobold im Hintergrund, unseren Helfer. Der räumt hier ab. Also falls ihr den mal giggeln hört, dann ist es Ark, ne? So, ich bin wieder bei Disney übrigens. Heute Disney wieder mit den Bösewichten. Oh. Okay. Ja, ich bin immer noch geschafft. Leg mal los. Ja, gut, dass du endlich mal die Klappe hältst. Auch hier haben wir wieder ein klares Take-That-Spiel. Und man kann wieder Bösewichte spielen. Entweder kann man Rattenzahn spielen, man kann Scar spielen oder man kann Isma spielen. Ich muss gestehen, dass ich bei den Disney-Bösewichten nicht ganz sattelfest immer bin. Außerdem, was ich dieses Mal erwähnen möchte, weil ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen über den... Den generellen Ablauf und wie es so läuft erklärt. Ich wollte hier mal eben die Figuren dazu diesmal zeigen. Vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen rumdrehen. Also wie man hier zum Beispiel auf Rattenzahn kommt oder das als Scar ansieht, den ja vielleicht jeder kennt. Ja, den würde ich ja noch so gerade erkennen. Naja, also den zu erkennen als Löwen finde ich jetzt schon schwierig. Ne? Und das da, naja... Hier hat man dann wieder das finde ich aber sehr schick, das Artwork, muss ich sagen. Den Mechanismus, wie beim letzten Mal auch, den gleichen Mechanismus, dass man entweder von Leuten einen guten, einen Helden gespielt kriegt, um dann hier die Dinge abzudecken. Hier so, dann hast du nicht mehr genug Aktionen. Ansonsten stellst du deinen Pöppel dahin und machst tendenziell alle vier Aktionen oder alle vier Aktionen hier oder alle die. Jedes dieser Aktionen wird auch nochmal erklärt in deinem Aktionsbuch. Jeder hat hier ja so ein Aktionsbuch, wo man auch genau weiß, was es ist. Also hier, das hier ist die kleine und dann hat man nochmal eine Aktionskarte und jeder hat nochmal das hier, sodass man das eigentlich... ziemlich genau weiß, was man machen kann. Und da gibt es immer so ein Fade-Deck, das legt man hier. Das ist aber exakt das gleiche Spiel wie das andere. Ja, und das Schöne ist, man kann es auch kombinieren damit. Im Grunde ist es ja wie das Basisspiel. Und hier hat man jetzt, entweder kann man zu zweit oder zu dritt spielen. Alleine geht es natürlich nicht, zu zweit oder zu dritt. Aber wenn man das Ganze jetzt dann mit dem anderen kombiniert, dann kann man einfach auch mehr spielen. Und es ist von der Mechanik her, es ist ein klares Take-That-Spiel. Also immer in your face. Man versucht dem anderen wirklich immer hier irgendwie Helden hinzulegen, damit das ja schlecht für ihn ist und damit er nicht kriegt. Die muss man dann wieder loswerden, die Heldenpunkte. Ab wie vielen Jahren ist das? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, aber ich würde es ehrlich gesagt, weil da relativ viel Text drauf ist und man viel verstehen muss, ich würde sagen 12 ist so das Gefühl. Man muss das natürlich auch abkönnen, dieses Take-That. Ne? Das kommt hinzu, ja. Und ich muss auch sagen, darum wäre es auch für mich nicht für 3 unbedingt ein super Spiel, weil... Kingmaker-Problem. Naja, was heißt ein Kingmaker-Problem, würde ich das nicht oder unbedingt... 2-gegen-1-Problem oder wie man das entscheiden möchte. Das ist dann schon, kann ganz schön ziemlich ärgerlich werden und ziemlich fokussiert. Ich würde halt wirklich dann eher zu 4 spielen. 4 ist, glaube ich, für mich der Sweet Spot für Disneys Bösewichter. Okay. Ja, also hier gibt es mal wieder einfach weitere obendrauf. Neue Bösewichter. Von wem ist das nochmal? Das ist von Ravensburger. Okay. Sieht gar nicht aus wie Ravensburger, ne? Nee, da fehlt diese große blaue Ecke unten. Das stimmt. Die habe ich aber hier. Aber es ist keine Ecke. Aber es ist unten in der Ecke und es ist blau und es ist von Kosmos. Ja, ja. Paris, Stadt der Lichter. Weißt du, warum das so heißt? Nee, weil es in Paris niemals schläft, so wie New York.
Nee, nicht so ganz. Es geht um die Lichter und in dem Fall auch die Elektrizität und wodurch diese Stadt damals angefangen hat zu leuchten. Und das war zu Beginn dieser Zeiten natürlich Gas. Außergewöhnlich. Ja. Dass da nachher Uran. Elektrische Lampen, Straßenlampen überall waren. Hier, versuch du das mal rauszukommen. Sag doch einfach, wir spielen hier Tesla vs. Edison. Das Moulin Rouge muss sehr, ja geben. Sehr geil finde ich natürlich, dass man spielt hier drin. Ah. Und man spielt in zwei Phasen. Oh, das sind schöne Postkarten. Ach, sind auch Postkarten. Das sind in der Tat Postkarten. Hast ja nett gemacht. So, ich umschreibe mal ganz kurz, worum es geht. In Phase 1 hast du zwei verschiedene Optionen, die du machen kannst. Entweder du hast hiervon welche, von diesen Plättchen. Ja. Legst die hier hin, irgendwo, wohin du willst. Oder du nimmst dir solche und legst die vor dir ab. Und wenn das dann nachher hier vollgebaut ist, ist Phase 1 zu Ende. Aha. Und dann beginnen wir direkt mit Phase 2. Und ich füll mal auf hier. Füll mal irgendwie auf. Natürlich macht man das irgendwie taktisch, denn der eine spielt orange, der andere spielt blau. Ja, jetzt habe ich es schön für orange gemacht, weil ich orange bin. Okay. Hast du aufgefüllt? Ja, ja. So, und dann beginnt Phase 2. Und in Phase 2, die Karten werden erstmal umgedreht, haben wir hier verschiedene Aktionen, die dazukommen. Und diese Teile, die man sich vorher gesammelt hat, die muss man jetzt verbauen. Nee. Das Problem ist, dass du eigentlich mehr oder weniger keine neuen kriegst und du musst die verbauen, sonst geben die nachher Minuspunkte. Deswegen muss man schon mal, während man baut, gucken und je größer, desto mehr Punkte. Dann kann ich zum Beispiel sagen, oh, der hier passt ja, ah, den kannst du so nicht flippen, aber den kriege ich irgendwie hier untergebracht. Jetzt ist man abwechselnd dran und auch hier hat man wieder das Problem, wie eben auch, möchte ich setzen, um mir den Platz zu reservieren oder nehme ich mir so einen schon? Immer, was mache ich wann? Ist hier, wann benutze, lege ich hin und wann lege ich den hin, um mir hier extra Aktionen zu holen. Die hier zum Beispiel, wenn du dich vertan hast, kannst du einen Teil tauschen. Gibt es hier diverse, kannst du nochmal extra Gebäude holen, der gibt nochmal extra Punkte, da kannst du irgendwo anders drüber bauen. So, der Kniff ist zum einen, ich kann nicht über deine bauen, aber über Lila dürfen wir beide bauen. Und Punkte gibt es nachher für angrenzende Lichter, die drauf sind. Das heißt, das Teil ist 1, 2, 3, 4, 5 Felder groß. Ja. Wird von zwei Lampen angeleuchtet, diagonal. 10. Sind 10 Punkte. Und da guckt man auch schon beim Aufbau, dass man natürlich möglichst so baut, dass da möglichst viele Lampen nachher sind. Und das du weißt eigentlich schon, dass du jetzt für mein Gelb, ich hatte ja gesagt, ich spiele Orange und du spielst Blau. Ich helfe dir. Ach so, danke, ja. Ich wollte nur fragen, ob dir aufgefallen ist, dass du für mich jetzt den mal. Kann ich nicht bauen, weil da ist eine Lampe. Dann gibt es natürlich eine extra Fähigkeit, wo ich über Lampen bauen kann. Dann kann ich vielleicht auch über deine extra bauen. Das ist schon ziemlich viel hin und her. Hier kann ich mein Feld vergrößern, damit ich mehr Punkte kriege. Nachher kriegst du auch noch Punkte. Man stellt hier die drauf für das größte zusammenhängende Gebäude. Ich glaube, das war's schon. Ja. Niedlich, sieht gut aus. Also gefällt mir auch schon optisch irgendwie. Das ist wirklich nett gemacht. Das ist sehr nett gemacht und ich muss sagen, das ist auch gut designt, das Spiel. Ja? Also es hast du schon mehrfach gespielt? Ich habe es mehrfach gespielt, ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es auch nicht irgendwie, nichts großartig erwartet. Aber dass man in beiden Phasen dieses Problem hat, ich habe nur zwei Aktionen zur Wahl und eigentlich... Ja, logisch. Ich möchte zuerst das machen, das aber auch, ich warte noch eine Runde, aber hoffentlich nimmt der mir nicht dieses eine Teil weg. Und das finde ich natürlich, sieht auch richtig cool aus. Ja, das stimmt. Und genau eben da, ich möchte die Sonderaktion machen, aber vorher muss ich mir noch diesen Platz reservieren, bevor der irgendwie darüber baut und das passt nachher wieder nicht. Aber du weißt ja, dass ich dir alles das wegnehmen würde, was du brauchst. Ja, geht auch sehr schnell zu spielen. Hier steht 30 Minuten drauf. Ehrlich gesagt haben wir nicht 30 Minuten gebraucht. Okay. Nur zu zweit ab 10. Ja, kleines, nettes Strategiespiel kann ich an dieser Stelle durchaus empfehlen. Kleines, nettes Strategiespiel habe ich gar nicht. Das ist aber größer. Habe ich gar nicht zu sagen. Ja. Deswegen sprechen wir jetzt von einem Break-In-Spiel, Alcatraz. Von Flucht nach Alcatraz von Schmidt-Spiele, genau. Und es ist. Ist das ein Escape-Game? Ja, es ist ja ein Escape-Game. Hier sind ein paar Karten drin, hier sind so ein paar Decoder drin. Das ist auf jeden Fall interessant. Die kleben ja auch in der Box fest. So, und das Spiel ist auch schon dieses hier. Und es geht so ein bisschen, ich kann mal anfangen, das ist auch nicht zu viel spoilern. Ja. Es geht darum, diese Dinge zu erkennen hier. Hier zum Beispiel ein Boot. Und dann darf man sich die Bootkarte nehmen. So,
hier die Bootkarte und dann steht da irgendwas drauf und das liest man dann vor, da ist auch jede Menge Text, das ist eine der ersten, die sieht auch jeder und da muss man versuchen Rätsel zu lösen. Rätsel löst man damit, dass man so kleine Streifen hat hier, das sind diese hier und die muss man, da sind Symbole hier drauf und die muss man dann in Slot 1, 2 reinstecken. Ach, und hier sind so kleine Löcher drin. Genau, und da sind so Gucklöcher. Und man muss sich halt überlegen, stecke ich das in 1 oder 2? Da muss man also einen Tipp kriegen, ob 1 oder 2. Nachher gibt es auch mal mehr Auswahl, genau. Und dann muss man sie bis zu einem bestimmten Farbcode runterstecken. Ich wollte eigentlich gerade erzählen, aber du fängst schon an. Ich bin da schon gleich hier rumkommen. So, also es gibt hier so Striche drauf, Farbcodes, grün, rot, gelb. Und man kriegt irgendwann einen Tipp für eine Farbe aus diesen Karten. Man kriegt dann einen Tipp für 1 oder 2. Und man sieht hier schon, die Wege haben die gleichen Farben. Also es geht hier irgendwie um die Wege auf der Insel. So. Und dann kriegt man hier wieder neue Symbole und das sind entweder neue Karten oder auch manchmal hier diese Symbole, weil diese Symbole sagen einem dann auch, welche Symbole man hier suchen muss. Die Karten sind ja schon groß. Die sind sehr groß. Ja, wir haben es auch durchgespielt. Also ihr habt geschafft, das Gefängnis zu verlassen. Darum geht es nicht? Nein, wir sind eingebrochen ins Gefängnis. Ach, andersrum. Wir sind eingebrochen ins Gefängnis, Alcatraz, und dann einen Ausbruch zu machen. Rein und wieder raus, ohne dass jemand das merkt. Alles genau. In 3 Minuten. Ich muss allerdings sagen, uns, wir haben jetzt auch schon relativ viele Escape-Spiele auf dem Puckel. Schwierigkeitsgrad 2 von 4, Charlotte und ich. Und ich fand irgendwie... Hat nicht so ganz geflasht? Nee, hat mich ehrlich gesagt nicht abgeholt. Ich muss sagen, dieses Flucht auf nach Alcatraz, da war auch so viel, wo man so denkt, so, ach, ja echt, das ist der Trick. Und so geht's. Und man musste doch oft nachgucken. Mit diesem Funkgerät kann man immer nachgucken, kann man sich über die Lösung... Hilfe holen? Ja, sehr viel Hilfe holen und dann auch sehr viel Lösung. Aber da sind so Sachen, da muss man sich überlegen, ach echt, so rechnen die. Es gibt da irgendwann mal Rohre und da ist nicht klar, wo ist der Anfang des Rohres. Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Und dann sind die auch noch so dreidimensional gebaut. Also man öffnet dieses Ding hier nachher mit den Pöppeln, die Insel. Würdest du auch sagen, es ist schwerer als 2 von 4? Es ist einfach nicht, im Grunde liest man die durch. Man muss sie alle durchlesen, okay. Viele davon. Auf manche Rätsel kommt man, die sind ganz einfach. Also das ist auch kein großes Geheimnis, dann darauf zu kommen. So. Ja. Oder man kriegt auch den Tipp, man wird aber in der Nase drauf gestoßen. Aber eigentlich geht es darum, im Endeffekt diese ganzen Karten durchzulesen. Und die Entscheidungen, die man selber hat, sind echt sehr gering. Die Entscheidungstiefe ist da nicht gerade groß gegeben, muss ich sagen. Leider. Die Box hat ja irgendwie auf jeden Fall erstmal interessant die Form gehabt aus. Genau, das, hier drin ist auch noch ein bisschen was, aber da ist dann nachher auch so ein bisschen so Plastik drin. Erzähle ich sicherlich nicht zu viel. Ein Plastikteil, was man so zum Puzzeln braucht. Und dann puzzelt man das. Und das hat null Effekt auf das Spiel. Null. Du puzzelst das und es gibt dir nur eine neue Form. Die hätte man aber auch vorher erahnen können, weil die Plastikteile sind 2 Plastikteile, die man zusammen machen muss. Kennt man von diesen Metalldingern, die man ineinander schieben muss. Klar. Ja, aber du siehst schon vorher, was es für eine Form ergibt. Okay, komm. Ja. Haben wir gesehen, hat nicht ganz geflasht. Leider nicht. Schade. Aber das hier vielleicht flasht dich ein bisschen mehr. Ich muss mal sagen, Puerto Rico ist ja ein ganz altes Spiel, ne? Ein ganz, ganz altes. Es wird bald 20. Von Andreas. Und eins meiner Lieblingsmechanismen, na? Dieses Rollenfolgen. Also du suchst eine Rolle aus, die ist ein bisschen stärker. Ja. Das wird ja wahrscheinlich immer Action noch sie. Selection. Im Endeffekt auch, ja. Ich würde es Role Following nennen, weil du gibst ja die Rolle vor. Bist du Kapitän oder bist die anderen sind 7 oder 8 Rollen, glaube ich. Und alle anderen nutzen die Rollen ja, nur etwas schwächer als du. Okay. Das ist ja wahrscheinlich das gleiche Spiel, oder? Es ist das gleiche Spiel. Hier sind 4 Erweiterungen drin. Ah ja. Also hier, das sind ja die Rollen. Und wichtig, wichtig, die sind jetzt lila. Ah ja. Das sind ja die Rollen. Kapitän gab es früher schon. Händler gab es, Siedler gab es, Aufseher gab es, Goldsucher gab es, Baumeister gab es, Gouverneur gab es. Ja, die gab es alle. Also, komme ich mal eben kurz zum Spiel. Ich kannte das Spiel bis jetzt noch nicht. Und habe es deswegen aus einer ganz anderen Perspektive auch betrachtet. Okay. Und zwar, das Spiel ist jetzt so rausgekommen, ich bewerte es jetzt, so wie es ist, als ein aktuelles neues Spiel. Und nehme schon mal gleich vorweg, es ist extrem gut gealtert. Ne? Also, dass das 20 Jahre alt ist, bald 20 Jahre, hat mich echt überrascht. Das ist nicht schlechter geworden. Manche Titel altern ja nicht wirklich. Ne?
Nö, aber das hätte ich dir sagen können vorweg. Das ist immer ein gutes Spiel. Also, wir haben hier eine Gebäudeauslage. Ich packe die jetzt mal einfach alle nicht aus. Wir haben hier grüne Erweiterung. Ich glaube, auch die meisten kennen von euch. Grüne Erweiterung, ja, nicht so wie ich, ne? Grüne Erweiterung mit mehr Gebäuden, rote Erweiterung mit mehr Gebäuden. Da sind auch welche drin, wo man sich dann schon denkt, so, ach, ja. Da hättet ihr auch schon direkt drauf kommen können. Die haben ja noch echt gefehlt. Okay. Wir haben eine weitere Rolle als Erweiterung. Die bringt dann Freibeuter. Da hat man dann eine von vier Aktionen zur Auswahl und kann dann noch ein bisschen mehr Interaktion, sage ich mal, auf den Gegner eingreifen. Und das hier ist auch nochmal eine Erweiterung. Da kommt dann hier Plättchen drauf und wer die Aufgaben dann hier als erstes erfüllt hat, kriegt dann hier nochmal einen Bonus. Das heißt, man kann sich vielleicht auch nochmal darauf fokussieren. Ich umschiffe trotzdem mal ganz kurz, worum das Spiel geht. Zum einen haben wir hier... ich fange anders an. Wir haben hier verschiedene Rollen, wie du es eben schon gesagt hast. Ich wähle eine davon und kann dann eine bessere Aktion machen, aber jeder andere, der da ist, darf auch diese Aktion machen. Und dann geht es im Spielflow darum, dass ich hier verschiedene Sachen anbaue, Mais und Tabak, da habe ich zum Beispiel. Jetzt brauche ich doch ein paar Gebäude, weil die baue ich natürlich auch noch. Ja, wobei ja Mais schon direkt Mais ist. Mais ist direkt Mais, aber andere muss ich in Rohstoffe umwandeln. Und dann gibt es noch diverse Gebäude, die einfach Sonderfähigkeiten haben, die dann triggern, wenn, und das ist ja das Entscheidende, wenn ich einen Arbeiter da drauf habe. Das heißt, ich muss mir auch zwischendurch Arbeiter besorgen, dann kriegt jeder welche. Das möchte ich natürlich so machen, dass ich vielleicht mehr kriege. Und erst wenn ich den da drauf habe, dann aktiviert sich die Fähigkeit, die man hier hinten auch nochmal nachlesen kann. Und auch hier kriege ich erst den Ertrag, wenn da auch einer drauf ist. So, und dann kann ich über weitere Gebäude, kann ich dann diese Rohstoffe in Waren umwandeln. Und die Waren, na, wo habe ich? Ist hier, oder? Genau, aber ich brauche ja noch das hier. Die kann ich dann auf die Schiffe packen und darüber kriege ich Siegpunkte. Ich kann die hier verkaufen, die Waren, denn ich brauche die, um das Geld zu bezahlen. So teuer sind die Gebäude. Ich kann Steine anbauen, dadurch werden die Gebäude günstiger. Und das, was ich besonders witzig fand, war, man darf natürlich nur reinladen. Und wenn ich die jetzt nicht voll mache, bleibt das Schiff da erstmal stehen. Denn es ist weniger von der Ressource vorhanden, denn nur das, was da ist, ist da. Und man kann genau gucken, wer kann wo was hinpacken und dann... Ah, der andere hat kein Gelb, ich packe einfach einen da rein. Man muss also viel machen, wie man kann, aber jetzt kannst du deine Blauen auf einmal nicht mehr loswerden, weil da kein offenes ist. Und am Ende verliert man alle Ressourcen, außer du hast ein Lager, das gibt dir die Sonderfähigkeiten. Hier darfst du auch... Aber ja auch nur, wenn die Aktion Verschiffen genommen wurde. Genau, das muss wieder genommen werden. Ich weiß gar nicht, was soll ich noch zu dem Spiel sagen? Ja, es ist einfach ein Klassiker. Das kann man... Es ist ein Klassiker und man kann ihn eigentlich... jeden Strategiefan empfehlen. Das würde ich so unterschreiben, ja. Es ist Glücksfaktor, ich überlege gerade, der ist fast gleich null. Fast gleich null, ja. Hier zieht man verdeckt, aber auch nicht wirklich, sondern die liegen dann vier Stück offen und davon darf man sich aussuchen. Aber manchmal wartest du, du willst unbedingt irgendwie das dritte Tabak bekommen und das kommt einfach nicht. Deswegen nicht gleich null, aber ich sag mal, 95% ist reine Strategie. Naja, das Ding ist natürlich oft, dass dir in diesem Spiel die Mitspieler das Spielen kaputt machen, ne? Weil du brauchst genau die Rolle eigentlich, bist aber am Platz 3. So. Und auch die Gebäude sind nicht unendlich. Genau. Ne? Und in den ersten Runden ist es ja oft so, dass zum Beispiel entweder hier die Arbeiter nehmen oder auch hier Plantagen bauen sind ja sehr beliebt. Genau. Während zum Beispiel Verschiffen, man hat ja noch gar keine Waren, bringt gar nichts. Aber da kommt jede Runde eine Münze drauf, genau. Dann werden die immer lukrativer. Stimmt. Ich sag nur, das ist halt, die Mitspieler machen es ja dadurch. Es ist halt nicht so. Ein hoher Grad an Interaktivität, genau. Für so ein Strategiespiel. Das hat mich auch richtig positiv überzeugt. Und ich fand es halt auch, dass die Gebäude sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Ja, wann kaufe ich welches Gebäude? Bitte kauf mir das jetzt nicht. Ja. Ich brauche noch eine Münze dafür. Ich wusste gar nicht, dass du das noch nie gespielt hast, Stefan. Nee, hätte ich das gewusst, dann hätten wir es schon zigmal. Ich habe natürlich die Originalausgabe zu Hause, ist ja klar. Dann hast du nicht die schöne Erweiterung. Ich sag mal, das noch ganz kurzes Schlusswort. Oh,
ich hebe mich auf Bruch. Rein für die Erweiterung. Also wer das Basisspiel schon hat, wer gar keine Erweiterung hat, der kann das zugreifen. Wer schon diese mit den mehr Gebäuden Erweiterung hat, da bringen die anderen beiden Kleinen nicht mehr ganz so viel. Aber wer es nicht hat, Puerto Rico, super gut gefallen, empfehle ich erstmal auch weiter. Genau wie eigentlich fast jedes Spiel hier. Ich habe aus einem kleinen Spiel, was mal so klein war, ja, das ist mal HeroRamps gewesen. Ja, du kennst ja HeroRamps. Steht, ne? Steht in meinem Regal, feiere ich. Ja, habe ich jetzt eine etwas kleinere Box draus gemacht. Also mehr ist mehr. Bisschen größer. Es gibt jetzt die große, die Storage Box. Das sagt ja eigentlich schon alles, wo man alles drin aufheben kann. Die hat hier übrigens auch Griffmulden. Die hätte ich auch nutzen können. Das ist natürlich richtig schön. Und eigentlich kommt in dieser Box ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig viel. Aber ich habe jetzt euch mal hier den Überblick gegeben, was es eigentlich alles von HeroRamps gibt. Ich glaube, ich habe mittlerweile alles. Aber die sind alle dabei, ne? Ja, ich erkläre das gleich alles. So, als erstes Mal habe ich hier eine ganz brandneue Matte, die gibt es auch so noch nicht zu kaufen. Die gibt es auch im Shop noch gar nicht zu kaufen, die ist brandneu, die ist hammerneu. Eine Neoprenmatte passt da natürlich auch rein. Dann hier diese Divider und diese Teiler. Hier gibt es für die Runes of Thunder. Das war die Koop-Erweiterung, oder? Das ist die Koop-Erweiterung, wo man quasi ein Abenteuer durchspielt. Also eigentlich ist es ja sehr konfrontativ, ne? Ja, aber das ist jetzt ein Koop-Spiel. Dann hat man dieses Adventure-Booklet hier und dann spielt man das durch und dann spielt man eine Geschichte durch. So, es beginnt, kann ich glaube ich... Das ist eine Kampagne? Ja, genau. Man beginnt in einer Kneipe und man sieht so, dass da Nebel unterwabert. So, und dann beginnt auch so eine Schlägerei und dann musst du eine Entscheidung treffen. Was machst du? Ja. Und dann beginnt ein Kampf. Der Kampf wird natürlich ganz normal über Karten gemacht. So wie man früher auch gegeneinander gekämpft hat. So wie man früher gegeneinander gekämpft hat, kämpft man jetzt gegen einen Gegner Koop. Genau. Übrigens, wer es noch nicht weiß, das ist ein Deckbilder. Ne? Ich glaube, jeder kennt das Spiel, aber das haben wir noch gar nicht erwähnt. Komm, ich glaube gleich zu. So. Und dann trifft man eine Entscheidung. In Choose Your Own Adventure geht man da lang oder da lang. So, und das geht weiter. Nett. Und das macht man dreimal und kriegt dann auch Items. So, das ist die Thunder-Erweiterung. Und die gibt es schon lange. Und dazu gibt es jetzt Kapitel 4, 5 und 6. Die Geschichte geht weiter. The Lost Village. So, das ist aber nur ein Add-on dafür. Ah ja, also ich brauche das, um das zu spielen. So, Stefan hat ja schon gesagt, es ist ein Deckbilder. Also in der Grundbox haben wir einen Deckbilder, einen ganz soliden Deckbilder, der auf Star Realms basiert im Grunde, wo jeder erstmal mal einen Helden hat, Plain Character, in der normalen Box. In der Mitte liegen mal 5 Karten aus und man kauft einfach und macht sein Deck besser. Und die Schrottkarten, die man am Anfang hat, will man eigentlich loswerden. So, dann gab es mal die sogenannten Character Packs dazu. Das heißt also, jeder hat entweder einen Zauberer, einen Fighter oder sonst was gekriegt. Wir haben nicht die gleiche Startbedingung. Genau, so. Und die hatten dann noch Effekte. Jetzt gibt es dazu die Vorfahren. Das heißt, jetzt kann man auch Elf, Zwerg und so weiter werden. Ork, glaube ich. Also jetzt wird man vorfahren. Dann kann man noch in die Journeys gehen. Da kriegt man Traveler, Conquest, Hunters oder Discovery. Da kann man sagen, das sind Booster Packs von allem ein bisschen mehr. Im Grunde in der Mitte ein bisschen mehr. Diese Kampagnen gibt es, wie gesagt. Geil. Die Playmat habt ihr gesehen. Und jetzt kennt ihr eigentlich im Grunde fast alles, was es von den Sachen gibt. Wichtig ist bei diesen Kampagnen, da levelt man auch auf, kriegt man auch Skills dazu. Spielt man mit seinem Deck dann auch weiter? Ja, man spielt mit seinem Deck weiter, beziehungsweise mit dem Basis. Also das, was man gekauft hat, fliegt alles wieder raus, aber man levelt Skills ab. Ja. Und man hat einen Unique Skill und gewisserweise Unique Items. Die behältst du auch, aber die gekauften Karten fliegen immer wieder raus. So. Und hier hast du jetzt eigentlich das All-In. Das hier ist jetzt übrigens etwas, was es übrigens in Deutschland nur, das gibt, kann ich mal gar nicht über den Hersteller sehr. Das ist das hier. Und dann gibt es auch noch hier irgendwo Kartenhüllen, Sleeves. Also ihr seht, man kann aus so einem HeroRamps echt eine Menge machen. Also ich muss auch sagen, es ist einer meiner liebsten Deckbilder-Spiele. Das wundert mich überhaupt nicht. Total gegeneinander auf die Fresse, auf das Wesentliche fixiert. Super günstige kleine Box, kann man damit anfangen. Und wer nicht gegeneinander spielen will, der nimmt dann halt die Erweiterung. Ne? Genau, also klare Zusammenfassung.
einer der besten Deckbilder, die es überhaupt gibt, weil es fokussiert auf das Spiel ist für einen günstigen Einsteigerpreis. Macht aus einem kompetitiven einen Koop. Und wer nicht genug davon kriegen will, macht das. Und diese Dinger hier. Wenn das nicht reicht, der nimmt das. Ja, das ist ja nur die Aufbewahrungsbucht. Und wer von allen bisschen, genau, wer von allen ein bisschen mehr hat, der kauft auch diese Booster. Ja. Da gab es auch mal Drachen und Litsche und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist das große Hero Realms Ding. Und man muss sagen, da ist jetzt einfach alles drin, was es gibt. In alles drin, wie in unserer Show. Crazy. In diesem Sinne können wir eigentlich auch abmoderieren. Ja. Eigentlich kannst du heute mal abmoderieren, Chef. Darf ich? Endlich mal, Papa. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte Folge war. Wahrscheinlich nicht. So wie ich uns kenne, werden wir noch weitere Folgen rauskloppen. Ja, klar. Ich verrate es euch jetzt schon. Ja, klar. Kommt noch. Wenn wir es nicht schaffen, bis zum Ende von... Spiel digital, dann ziehen wir einfach drüber hinweg, weil wir einfach noch Neuheiten haben, die wir euch präsentieren wollen, die wir euch nur in Kurze präsentieren. Und damit wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.